Je commence de nouveau. Nous sommes convenus que, voilà, je parle en allemand, le texte est traduit et la PowerPoint, la présentation PowerPoint est en français. J'espère mon français est assez lisible, mais on verra. Voilà. OK. Ville impériale. Je commence en français, mais ça change. Ville et empereur, une relation complexe. Pourquoi ça ne marche pas? Können Sie, oh ja, Herr Große, einmal drücken. Oh. So, jetzt geht es hoffentlich wirklich los. Also, die Einleitung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich heute zu Ihnen über das Thema Ville et Empereur, une relation complexe, sprechen zu dürfen. Herr Große, noch einmal drücken. Wunderbar. Voilà, die dritte Zeile. Da ich die Ehre habe, den ersten Vortrag auf dieser Journée d'études sur la question d'agrégation zum Thema Les villes de l'Empire au Moyen Âge halten zu dürfen, wird eine meiner Aufgaben darin bestehen, Ihnen einige Definitionen und Forschungsfragen zu präsentieren. Denn nicht nur das Verhältnis von Kaiser und Städten ist komplex, sondern auch die Geschichte des deutschen Spätmittelalters. Unter dieser Epoche versteht man den Zeitraum von circa 1250 bis circa 1500 Anno Domini. Sie galt lange Zeit als eine Zeit des Verfalls gegenüber dem Hochmittelalter. Wir hörten davon ja bereits aus den Ausführungen von Herrn Richard. Die Kaiserherrlichkeit ging mit dem sogenannten Interregnum um die Mitte des 13. Jahrhunderts zugrunde und es begann eine Verfallszeit. Sie war gekennzeichnet von einem schwachen Königtum, der Herrschaft der Fürsten und einer damit einhergehenden Zeit der Kleinstaaterei. Erst seit den 1970er Jahren begann man, sich intensiver mit dem deutschen Spätmittelalter und seinen Strukturen zu befassen. Dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen, sondern bis heute ein weites Feld historischer Forschung. Einer der Gründe dafür ist der Quellenreichtum dieser Epoche, die die vorangehenden um ein Vielfaches übertrifft. Jetzt bitte die nächste Folie. Vermutlich war man auch lange Zeit verblendet von der angeblichen Machtvollkommenheit des hochmittelalterlichen König- und Kaisertums. Auch hier haben sich die Paradigmen der Forschung längst verändert. Die hochmittelalterlichen Herrscher gelten inzwischen ebenso abhängig von ihren Netzwerken, der Kooperation mit den Fürsten und der Notwendigkeit der ständigen Ausbalancierung des Spiels der Macht. Inzwischen interessieren die Forschung Fragen der symbolischen Kommunikation, der Friedewahrung, der Legitimität politischen Handelns, der Herrschaftsteilhabe von Frauen und Niederrangigeren. Und die Geschichtswissenschaft hat längst ihren nationalen Rahmen verlassen und sich globalen Fragestellungen zugewandt. Auch unter diesen Voraussetzungen lohnt ein erneuter Blick auf das Spätmittelalter, der sich in unserem Fall auf die Frage der Interaktion zwischen Städten und Herrscher im Heiligen Römischen Reich richtet. Im Folgenden werde ich folgende Fragen und Aspekte des komplexen Verhältnisses
zwischen Stadt und Kaiser behandeln. Erstens, was ist ein mittelalterlicher Kaiser im Westen und was unterscheidet ihn von einem römisch-deutschen König? Zweitens, was ist eine mittelalterliche Stadt? Warum entstanden diese Städte und welche? Was ist eine mittelalterliche Stadt? Wann entstanden diese Städte und welche Rolle spielten sie für das König- und Kaisertum? Drittens, im Anschluss daran werden wir uns den Kaisern und Königen in der Zeit von 1200 bis 1500 zuwenden und ausgehend von einer Synopse strukturelle Aspekte und Probleme ihrer Herrschaft diskutieren. Es folgen viertens verschiedene Aspekte des Beziehungsverhältnisses zwischen Kaisern, Königen und Städten. Darunter fallen Könige als Städtegründer, Städte als Ressourcen für das Königtum und Reichsstädte als Aufenthaltsorte von Königen. Da im Anschluss an meinen Vortrag die Thematik unserer Tagung Les Villes de l'Empire au Moyen-Âge noch unter vielen weiteren wichtigen Aspekten diskutiert werden wird, sollen meine Ausführungen auch als eine Art Einführung dienen und Grundlagen für die weitere Diskussion liefern. Und jetzt bitte das nächste und dann vielleicht auch fast schon das übernächste. Also das erste Kapitel. Was ist ein mittelalterlicher Kaiser im Westen? Und was unterscheidet ihn von einem römisch-deutschen König? Und jetzt bitte die nächste Folie. Mittelalterliches Kaisertum im Westen. Das mittelalterliche, ich ergänze westliche Kaisertum, war eine Synthese aus antiker Tradition, der Idee eines christlichen Weltreiches, dem Anspruch eines hegemonialen, also imperialen Königtums als Herrschaft über mehrere Reiche und der päpstlichen Verleihung einer sakralen Würde. Neben ihm existierte das in ungebrochener antiker Tradition stehende byzantinische Kaisertum im Osten. Seit Otto dem I., also er starb 973, war das im Jahr 800 neu erstandene westliche Kaisertum mit dem deutschen Königtum und später mit der Trias Deutschland, Italien, Burgund untrennbar verbunden. Daraus entstand ein Rechtsanspruch des deutschen Königs auf die Kaiserkrone. Seit dem 11. Jahrhundert war Romanorum Imperator Augustus sein Standardtitel. Faktisch aber bestanden keine Machterweiterung und keine Eingriffsrechte des Kaisers in die Souveränität anderer Königreiche, getreu dem Motto Rex Imperator in Regno Suo. Mit der Verpflichtung zur Defensio Ecclesiae Romanae beanspruchte der Kaiser aber eine höhere Würde und Autorität. Der Kaisertitel bot für seinen Träger Vorteile. So war es ihm möglich, zu Lebzeiten seinen Sohn zum römisch-deutschen König wählen zu lassen. Blickt man auf die Zeit von 1200 bis 1500, die uns hier heute natürlich besonders interessiert, dann wurde nach dem Tod Friedrichs II., der Kaiser seit 1220 war und 1250 starb, erst 60 Jahre nach seinem Tod, also 60 Jahre später, im Jahre 1312 mit Heinrich dem VII. Erneut ein Kaiser erhoben, dazwischen kaiserlose Zeit. Heinrich der VII., er starb 1313, folgten als Kaiser im Jahr 1328 Ludwig der IV., 1355 Karl der IV., 1433 Sigmund und 1452 Friedrich der III. Seit Maximilian, und zwar im Jahre 1508, nahmen die Könige den Titel erwählter römischer Kaiser an. 1530 wurde mit Karl dem V. zum letzten Mal ein Kaiser vom Papst geweiht. Und jetzt bitte die nächste Folie. Jetzt komme ich zum römisch-deutschen Königtum. Schon im Hochmittelalter entstanden um das Jahr 1100 diese Titulaturen. Zum einen König der Römer, Rex Romanorum, mit dem inhärenten Anspruch auf das Kaisertum. Und daneben der Titel deutscher König, Rex Teutonicus, mit indirekter Zurückweisung dieses Anspruchs.
Es etablierte sich in dieser Zeit zum einen das Wahlrecht mit Vorrang vor dem Erbrecht und der von den Päpsten erhobenen Anspruch auf Approbation, also die Prüfung von Wahl und persönlicher Eignung des zukünftigen römischen Kaisers. Die sakrale theokratische Würde des Königtums erfuhr durch die Absetzung und Bann im sogenannten Investiturstreit und auch später immer wieder einmal zwar Beschädigung, doch blieben die Könige durch die Salbung weiterhin über die anderen Laien heraus oder emporgehoben. Die deutsche Volkssprache des Mittelalters unterschied nicht zwischen Regnum und Imperium, sondern verwendete nur das ein Wort für beides, das Reich, Rieche, auf Mittelhochdeutsch. Der König beanspruchte qua Amt die Alleinherrschaft im Reich. Praktisch stieß er dabei jedoch auf Widerstand. Hierbei bildeten sich verschiedene Gegenkräfte heraus. Ich nenne nur die wichtigsten, das Papsttum, die Kurfürsten, die Fürsten und zum Beispiel konkurrierende Gegenkönige und andere. Der Wahlgedanke bei einem Herrscherwechsel führte zu einem raschen Wechsel der Dynastien. Dies hatte jeweils verschiedene Gründe. Und jetzt müssen wir das nächste, genau, das ist erstmal ein Titel. Was ist, und wir wechseln jetzt zur Stadt. Was ist eine mittelalterliche Stadt? Wann entstanden diese Städte und welche Rolle spielten sie für das Königtum bzw. Kaisertum? Und jetzt die nächste, da haben wir es schon. Was ist eine Stadt seit dem 12. Jahrhundert? Es handelt sich um eine Siedlung, für die folgende Kriterien in wechselnder Anordnung zutreffen. Ummauerung oder andere bauliche Abgrenzung vom Umland zu Schutz- und Verteidigungszwecken. Eine hohe Bevölkerungsdichte, eine verdichtete bauliche Gestalt, gewerbliche Wirtschaftsstruktur. Periodisch stattfindende Märkte, das können Tagmärkte, Wochenmärkte oder Jahrmärkte sein. Oder, ja, genau, Mittelpunktfunktion für das Umland, Zentralität, mit anderen Worten, mit wirtschaftlichem, kirchlichen, herrschaftlichen und kulturellem Bedeutungsüberschuss. Ein gesondertes Stadtrecht. Die Existenz einer verfassten Bürgergemeinde. Selbstverwaltungsorgane. Als da wären Bürgermeister, Rat, Schöffen, Konsuln. Die Bezeichnung als Stadt in den zeitgenössischen Quellen. Die Gründung durch den Stadtherrn in der Absicht, eine Stadt zu gründen. Städtisches Selbstverständnis der Bürger und die Wahrnehmung als Stadt durch das Umland. Jetzt bitte die nächste Folie. Hier geht es um das Thema Stadtgründung als Investitionsmittel. So habe ich es jetzt mal genannt. Und hier in dieser Grafik sind die Stufen der Stadtentstehung in Mitteleuropa. Und ich ergänze für die Jahre von 1150 bis 1950 Anno Domini mal abgetragen, wobei man natürlich über die Datengrundlage diskutieren kann. Aber es ist bislang noch nicht ersetzt worden und wie gesagt, es ist zumindest als Erkenntnismittel nicht ganz uninteressant. Denn man sieht an dieser Grafik sehr anschaulich, dass in der Zeit zwischen 1200 und 1350, und da möchte ich Ihnen, sehen Sie, ich habe da mal so einen roten Rahmen drum gezogen, das ist genau dieser Zeitraum, 1200 bis 1350, die meisten Städte in Mitteleuropa entstanden. Hieran war in Deutschland das Königtum beteiligt, aber es war nicht der einzige Akteur. Auch Fürsten und kleinere Herren, geistliche wie weltliche, betätigten sich daran. Wichtig ist, dass die meisten dieser Städte keine Chance zu echter Größe oder Bedeutung hatten. Dies war von den Gründern auch gar nicht beabsichtigt. Die Hauptfunktionen lagen in der Erschließung und Organisation des Umlandes, wirtschaftlich wie herrschaftlich, und ihrer Funktion der Städte als Steuerzahler. Die nächste Folie bitte. Und das habe ich jetzt übertitelt: Deutschland, ein Land der Kleinstädte. Das spätmittelalterliche Deutschland war ein Land der kleineren Mittelstädte, das
rangiert in der Größe 2000 bis 5000 Einwohner. Die Mehrzahl allerdings bildeten Kleinstädte. Und das sind Orte in der Definition, Städte in der Definition kleiner als 2000 Einwohner. Ein Beispiel aus dem historischen Atlas Baden-Württemberg verdeutlicht dies. Die kleinsten Kreissignaturen repräsentieren Städte unter 2000 Einwohner. Ich habe das mal links markiert in diesem roten Kasten mit dem Pfeil, also auf der linken Seite. Und das sind diese Kreissignaturen. Aber was sehr spannend ist, also die kleinsten Kreissignaturen repräsentieren Städte unter 2000 Einwohner. Diese bilden aber das Gros der Signaturen. Also sind die meisten Signaturen, sind diese winzigen kleinen Städte. Und jetzt bitte die nächste Folie. Wir kommen zum nächsten Thema. Kaiser und Könige von 1200 bis 1500. Strukturelle Aspekte und Probleme ihrer Herrschaft. Und jetzt sind wunderbar, vielen Dank. Wir kommen zu den Strukturproblemen der Königsherrschaft. Die folgende Synthese soll nicht nur einen Überblick über die Sukzession der Herrscher in der Zeit von 1200 bis 1500 geben, sondern ebenfalls Probleme veranschaulichen, mit denen sie konfrontiert waren. Sie sehen gleich, dann kommen diese Synopsen. Sie sehen dann gleich in größerer Schrift die Kaiser, die hier aus der Majorität der Könige herausragen. Denn nicht jeder König wurde zum Kaiser gekrönt. Ebenso gut wird gleich sichtbar sein, dass die Vater-Sohn-Sukzession die Ausnahme bildete und nur Kaiser als Väter betraf. Denn nur Kaiser schafften das, also sozusagen diese Sukzession überhaupt durchzusetzen. Und zwar in unserem Zeitraum sind das einfach nur drei Kaiser, die das geschafft haben. Nämlich Friedrich III., der dann schließlich seinen jüngeren Sohn Konrad IV. Zum Nachfolger machen konnten oder wählen lassen konnte. Dann Karl IV. Mit seinem Sohn Wenzel. Und Friedrich III. Mit seinem Sohn Maximilian. Auffällig sind immer wieder auftretende Krisensymptome, die werden Sie gleich auch noch sehen, wie Doppelwahlen und konkurrierende Königsherrschaften. Ich habe das gleich in der Synopse markiert durch den Begriff Gegenkönig. Einer der Gründe dafür war, dass auch die Wählergremien nicht hinreichend definiert waren. Teilweise in Konkurrenz zueinander standen und dann auch Kandidaten kürten. Das war im Jahre 1314 sowohl Friedrich der Schöne wie auch Ludwig IV., Ludwig der Bayer. Das wiederholte sich im Jahre 1410, also ungefähr 100 Jahre später, mit der Doppelwahl von Jobst von Mähren und Sigmund von Ungarn. Auch die aktive politische Rolle der Päpste oder auch ihre altersbedingt hohe Sterblichkeit blieb ein Problem und hat einige Kaisererhebungen absichtlich oder durch Zufall verzögert, verhindert oder dies zumindest versucht. Diese Strukturmerkmale der Königswahl und Sukzession ziehen sich durch die spätmittelalterlichen Jahrhunderte. Es bestand für die Könige zudem ein latentes Ressourcenproblem, da die Wählergremien eine materielle Anerkennung ihres Einsatzes erwarteten, sprich die Kurfürsten, die im Falle konkurrierender Kandidaten für die Kandidaten eben sehr kostspielig werden konnte und Reichsgut entfremdete. Jetzt bitte die nächste Folie. Und jetzt kommen die Synopsen. Die erste betrifft die römisch-deutschen Herrscher des 13. Jahrhunderts. Und ich bitte Sie nur darauf zu achten, ich habe nur die Kaiser fett gedruckt und in einer größeren Schrift. Und Sie sehen, das sind gar nicht so viele. Das sind im 13. Jahrhundert nur zwei, nämlich Otto IV. Und Friedrich. Und Sie haben dann, aber das ist die Politik, die Konflikte Friedrichs II. Mit den Päpsten eben dort eine ganze Reihe. Übrigens auch die Absetzung des Kaisers, der natürlich aber seinen Anhang bewahren konnte. Und das ist eine ziemlich komplizierte Zeit. Ich habe das jetzt mal so deutlich reduziert.
Und dann haben wir diese 20 Jahre sogenanntes großes Interregnum, wo es zu viele Kandidaten gab. Ich habe das jetzt auch mal rausgelassen, weil darüber kann man einen eigenen Vortrag halten. Das Interregnum in Rot gedruckt ist allerdings für die deutsche Geschichte wichtig, denn es gilt in der deutschen Geschichte als Beginn des Spätmittelalters. So, und dann sehen Sie, direkt danach kommt im 13. Jahrhundert kein Kaiser mehr. Und jetzt bitte die nächste Folie. Das verändert sich wieder im 14. Jahrhundert. Und da sehen Sie dann Heinrich der VII., über den schon die Rede war, also diese 60 Jahre ohne Kaiser. Und dann geht es immer mal weiter, Ludwig der Bayer, Karl der IV., dann im 15. Jahrhundert Sigmund, Friedrich der III. Und Maximilian. Und dazwischen immer wieder Gegenkönigtümer. Aber viel mehr Zeit haben wir auch für diese interessanten Fragen nicht. So, jetzt sind wir im Spätmittelalter, römisch-deutsches Königtum im Spätmittelalter. In der Realität verengte sich der Kreis der zur Auswahl stehenden königsfähigen Geschlechter im Spätmittelalter. Und das wäre, wenn man auf Deutschland schaut, von der Mitte des 13. bis Ende des 15. Jahrhunderts auf sehr wenige Familien. Und das sind die Habsburger, die Luxemburger und die Wittelsbacher. Dennoch blieben bei einem Herrscherwechsel Unterbrechungen in der dynastischen Folge von Vater auf Sohn meist bestehen. Die einzigen drei Beispiele habe ich Ihnen vorhin genannt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, waren diese Geschlechter, also diese drei, gezwungen, vornehmlich in ihren dynastischen Besitz zu investieren, das heißt in die sogenannte Hausmacht und erst in zweiter Linie in das Reich. Und jetzt bitte die nächste Folie. Hausmachtpolitik im 13., 14. und übrigens auch im 15. Jahrhundert, das müsste ich hier ergänzen. Man sieht an dieser Karte gut die farblich unterschiedlichen flächenhaften Komplexe, in denen die führenden drei Königsgeschlechter des Spätmittelalters, also hier wieder die Luxemburger in brauner Farbe, die Habsburger in oranger Farbe und die Wittelsbacher in grüner Farbe ihren Einfluss zu einer flächenhaften Herrschaft der sogenannten Hausmacht verdichteten. Dafür dienten unter anderem Erwerbungen, die sie in der Ausübung des Königsamtes durch einzelne Familienmitglieder machen konnten. Auch hierbei spielten Städte eine Rolle, besonders in Verbindung mit weiteren Ressourcen. Wer zählte zu den Habsburgern? Vielleicht ist das auch nicht ganz uninteressant für die Aggregation. Die heißen deshalb so, weil sie ursprünglich Grafen von Habsburg waren in der heutigen Schweiz. Das ist Rudolf, Albrecht der I., Friedrich der Schöne, Albrecht der II., Friedrich der III. Und Maximilian der I. Zu den Luxemburgern, die heißen deshalb so, weil sie ursprünglich Grafen von Luxemburg waren. Dazu zählen Heinrich der VII., Karl der IV., Wenzel, Jobst und Sigmund. Und zu den Wittelsbachern als Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein, zu ihnen gehörten die Könige Ludwig der IV., Ludwig der Bayer und Ruprecht oder Robert en français. Und jetzt bitte die nächste Folie. Und jetzt kommt das etwas merkwürdige Titeldesign und das wird sich jetzt aufklären. Hier geht es um Städte- und Hausmachtpolitik im 13. und 14. Jahrhundert. Und das geht auch noch ins 15. hinein. Also insofern bitte ergänzen. Ein berühmtes Beispiel für die Rolle von Städten im Rahmen der Hausmachtpolitik ist die böhmische Stadt Kutná-Hora, deutsch Kuttenberg. Dort verfügten die Luxemburger seit ihrer dortigen Herrschaftsübernahme als Könige von Böhmen Anfang des 14. Jahrhunderts über eines der reichsten Silbervorkommen im damaligen Europa. Die zentrale Münzstätte des Königreichs Böhmen lag in Kuttenberg und prägte seit dem Jahr 1300, also schon vor den Luxemburgern, die Prager Rosche, Groschen, Grossi Pragensis. Es handelte sich um qualitätvolle und bald in ganz Mitteleuropa beliebte Silbermünzen. Kuttenberg wurde damit die bedeutendste Stadt in Böhmen nach der Hauptstadt Prag. In den 250 Jahren der Prägungsgeschichte soll, ich habe das aus der Literatur schätzungsweise, etwa eine halbe Milliarde solcher Groschen geprägt worden sein. Und ein Groschen hatte ungefähr 4 bis 5 Gramm Silber. Das ist gewaltig. Ja, und jetzt die nächste Folie, was Sie hier sehen. Wichtig ist, dass die Städte und Ressourcen der Hausmachtgebiete nicht zum Reichsgut gehörten.
Das lässt sich am Prager Groschen gut aufzeigen. Und da möchte ich Sie bitten, erstmal oben links zu schauen. Das ist die Vorder- und Rückseite eines solchen Prager Groschens. Auf seiner einen Seite war er, und zwar das ist hier die rechte Seite, mit dem böhmischen Wappentier. Und das ist ein steigender, bekrönter Löwe mit gegabeltem Schwanz geschmückt. Damit wurde diese schwere Silbermünze eindeutig dem Königreich Böhmen zugeordnet und nicht dem Reich. Dies galt auch für den Fall, dass es sich beim Münzherrn in Personalunion gleichzeitig um den Kaiser gehandelt hat. Dies galt für Karl IV. Er starb 1378, nur für Ihre Orientierung, der gleichzeitig als Kaiser und König von Böhmen herrschte. Und das ist die Abbildung links unten. Sie sehen, das ist die Goldbrille des Kaisers. Das müssen Sie ganz unten. Karl IV. Als thronender Kaiser auf seinem Goldsiegel, also einer Goldbrille, mit dem Reichsadler im Wappen auf der linken Seite und dem böhmischen Löwen auf der rechten Seite. Der Siegel entstand um 1355, 56, also direkt nach seiner Kaiserkrönung. Also, das heißt, Karl IV. Hat den böhmischen Löwen in seiner Goldbulle, aber es zeigt ganz klar, also auch mit dem Prager Groschen, dass das eigene Mittel waren. Natürlich konnte mit diesen Sondermitteln im Bedarfsfall auch Reichspolitik erfolgreich finanziert werden, wie zum Beispiel die Wahl seines Sohnes Wenzel zum deutschen König im Jahre 1376. Jetzt bitte die nächste Folie. So, und jetzt kommen wir zu Ressourcenproblemen des Königtums und die Rolle der Reichsstädte. Nächste Folie bitte. Reichsfinanzen. Im Folgenden sollen drei Einblicke in die klassischen Finanzierungsformen der spätmittelalterlichen Königsherrschaft im Heiligen Römischen Reich anhand von drei Quellen gegeben werden. Diese stammen, und da muss ich mich jetzt, glaube ich, auch schon langsam anfangen, etwas kürzer zu fassen, aber diese stammen aus der Zeit um 1250, 1400 und nach 1450 und repräsentieren damit auch gleichzeitig drei Zeitschnitte. Nächste Folie bitte. Zum ersten Reichsstädte und Reichssteuer um 1250. Ich habe Ihnen hier die sogenannte Notitia de Precarius Civitatum et Villarum mitgebracht in der deutschen Forschung als die sogenannte Reichssteuerliste von 1241. Es handelt sich um eine sogenannte Bede, das ist mittelhochdeutsch und heißt eigentlich Bitte im Sinne von Steuer. Wenn der Herrscher bittet, dann verlangt er Steuern, also sehr höflich formuliert, aber faktisch. Eine Bede, die König Konrad IV. 1254 gestorben, im Jahre 1241 von Städten, Judengemeinden und anderen erhob. Die königliche Bede dürfte vermutlich bereits damals eine regelmäßige jährliche Forderung gewesen sein. Die Gesamtsumme der Einkünfte beläuft sich auf 4.100 Silbermark. Der größte Teil der über 100 in der Liste verzeichneten Positionen wurde von etwa 70 Städten aufgebracht und zeigt die wichtige Rolle der Städte für das Kaisertum. Ebenfalls sehr hoch ist mit 29 Beiträgen die Bedeutung der städtischen Judengemeinden. Als die Thronkämpfe um 1200 das Reichsgut dezimierten, da ging es nämlich schon los, blieben die Städte unter Kaiser Friedrich II. Als wichtigste kontinuierliche Einnahmequelle der Reichsgewalt übrig, was die Stadtgründungswelle und die staufische Förderung der Städte gerade im 13. Jahrhundert bedingt. Daher bildete die Besteuerung der Städte die einzige Geldquelle des Kaisers über seinen ererbten Eigenbesitz hinaus. Im Gegenzug profitierten reichsunmittelbare Städte und Gemeinden vom Schutz des Kaisers, vor allem in Rechts- und Prozessfragen. Und jetzt bitte die nächste Folie. Ich habe Ihnen hier das nochmal verdeutlicht an einer Karte, die das Heilige Römische Reich um 1250, also quasi zur gleichen Zeit, zeigt. Und hier bitte ich darauf zu achten, herausgehoben, was ich Ihnen hier herausgehoben habe, und vergrößert ist hier der staufische Einflussbereich im Südwesten Deutschlands. Und diese Region bitte ich, dass Sie darauf weiter achten. Aber Sie sehen, die Staufer haben dort sehr viele Städte gegründet, aber sie hatten dort auch ihren Herrschaftsschwerpunkt mit dem Herzogtum Schwaben.
Und jetzt bitte die nächste Folie. Und jetzt geht es zur nächsten Thematik. Wir springen ein bisschen weiter in der Zeit, Reichsstädte und Reichssteuer um 1400. Es gibt weitere Faktoren, die die finanzielle Handlungsfähigkeit des Königs einschränken. Hierunter zählten konfliktbeladene Übergänge zwischen einzelnen Regentschaften. Ein solcher ergab sich um das Jahr 1400, als König Wenzel von einer Gruppe von Kurfürsten für abgesetzt erklärt und Ruprecht III. Von der Pfalz zum neuen König erhoben wurde. Wenzel resignierte nicht und verweigerte jegliche Kooperation mit dem Konkurrenten. Ruprecht alias Robert musste daher für seine Herrschaft auf andere Informationen über Finanzquellen zurückgreifen, was er zumindest teilweise erfolgreich tat. Ein heute in Wien liegendes sogenanntes Reichsregister zeugt davon. Auf den Blättern 302 Recto bis 309 Verso, das sind nicht viele, das sind 7 Blätter, also 14 Seiten, findet sich darin ein zweispaltiges Verzeichnis mit Quittierungen von gezahlten Reichssteuern. Der Text für die südwestdeutsche Reichsstadt Esslingen ist vollständig abgeschrieben. Esslingen scheint hier eine Sonderposition gehabt zu haben. Es folgt der Zusatz, dass in dieser Form auch den nachfolgend aufgeführten Städten eine Quittung durch Ruprechts Sohn, Kurfürst Ludwig III. Bei Rhein ausgestellt worden sei. Das ist der Text, den ich mal in Wien selber transkribiert habe. Tut jetzt, ich lasse es mal einfach so stehen. Aber genannt werden die südwestdeutschen Reichsstädte Memmingen, Biberach, Ravensburg, St. Gallen, Kaufbeuren und weitere, von denen einige durchgestrichen sind. Und das sind Städte genau in diesem Raum, den wir gerade auf der großen Überblickskarte gesehen haben. Dann folgen in eigenen Rubriken die größeren Reichsstädte. Die gab es natürlich auch, aber sie waren nicht die Majorität. Also die größeren Reichsstädte Lindau, Nürnberg, Frankfurt und so weiter, teils ebenfalls durchgestrichen, wohl sie haben bezahlt oder man hat sich irgendwie geeinigt. Blickt man auf den Umfang dieses Verzeichnisses von etwa 14 Seiten, dann gewinnt man eine Vorstellung von der Schlankheit der Reichsfinanzverwaltung um 1400 und ehrlich gesprochen ihre prekären Rahmenbedingungen. Und jetzt bitte die nächste Folie. War man ein armer König wie Robert oder Ruprecht, dann blieb einem nichts anderes übrig, als seine wertvollsten Reserven im Reich, dies waren die Reichsstädte, als Pfand gegen die Begleichung von Schulden oder für die Aufnahme von Krediten in andere Hände zu geben. Das hat er nämlich auch getan. Ein Hauptproblem für die Städte bestand darin, dass sie nicht nur Juniorpartner waren, sondern auch rasch zum Opfer herrscherlicher Politik werden konnten. Wobei Politik hier manchmal eher euphemistisch oder aber als bewusst gewähltes politisches Kalkül erscheint. Zum Beispiel, wenn eine Stadt die Verpfändung zur Geldbeschaffung an einen, ich ergänze jetzt mal, machtlüsternden Territorialherrn angekündigt wurde, in der berechtigten Annahme, dass die Stadt selbst diese Summe dann doch freiwillig selbst aufbrachte. Ruprecht war damit aber keineswegs ein Einzelfall. Auch Karl IV. Hat in den ersten 3 Regierungsjahren das Instrument der Verpfändung ausgiebig genutzt. Den Effekt, der diese Form der Fiskalpolitik erzielte, kann man auf der nächsten Folie gut erkennen. Die zeige ich Ihnen gleich, vielleicht noch nicht. Also eine große Zahl von Städten, die am Ende des 13. Jahrhunderts noch, vielleicht doch, also jetzt es kommt nämlich dann eigentlich, noch als Reichsstädte galten. Und das ist das, Moment, bitte die nächste Folie. Das können wir hier schon, denn ich bitte darauf, das unter der Ausschnittkarte vielleicht gleich mitzulesen. Eine große Zahl von Städten, die am Ende des 13. Jahrhunderts noch als Reichsstädte galten, das sind die mit diesen ungefüllten Kreisen, erlitten im 14. und 15. Jahrhundert einen Statusverlust, meist durch Verpfändung, und wurden das Eigentum anderer Herren. Übrigens, viele Städte waren über dieses Schicksal nicht glücklich, wie wir aus vielen Quellen entnehmen können. Also hier sehen Sie sehr, sehr anschaulich, wie starker Verlust eben auch dem Reich in ihren den wichtigsten Ressourcen passierte. So, und jetzt bitte noch die nächste, denn wir stehen ein bisschen unter Druck. Reichsstädte und Reichssteuer nach 1450, also die letzte Folie im Rahmen dieser Finanzpolitik. Bei der Ermittlung der Reichssteuern stößt man auf große Überlieferungsverluste und damit auf Forschungsprobleme.
Eine von Alois Niederstädter erstellte Liste für die Reichsstadt Lindau am Bodensee aus der Zeit Kaiser Friedrichs II., er starb 1493, kann dies veranschaulichen. Und das wird gleich die nächste Folie sein, aber ich würde Ihnen den Text gerne hier noch kurz vorlesen. Man sieht an ihr, an der Liste, die Sie gleich sehen, sehr gut, dass die Zahlungen nicht gleichmäßig in Höhe und Zahlungsrhythmus waren und auch die Empfänger, an die die Zahlung ging, wechselten. Es gab im Reich während des ganzen Mittelalters kein geregeltes Steuerverfahren, wobei die Städte nach allem, was wir wissen, noch den stärksten finanziellen Beitrag zu den Reichsfinanzen leisteten. Auch die Steuern, die die jüdischen Gemeinden zu zahlen hatten, wurden zumeist in Städten erwirtschaftet. Andere Länder wie Frankreich und England waren um diese Zeit wesentlich fortschrittlicher und nicht fast ausschließlich auf die meist pauschal angesetzten Stadtsteuern angewiesen. Und jetzt vielleicht die nächste Folie. Hier haben Sie es so ungefähr im Überblick. Sie sehen, das geht zum einen an Friedrich selber, aber es geht auch an andere Leute, denen er die Stadtsteuer verpfändet hatte. Sie wurde nicht jedes Jahr gezahlt. Also wir wissen auch nicht im Einzelnen über die Hintergründe, weil das natürlich auch wieder ein Überlieferungsproblem ist. Aber Sie können sich schon vorstellen, da steckt sehr, sehr, sehr viel Rechercheaufwand dahinter, überhaupt so eine Liste zu bekommen. Und wir haben gar nicht viele Beispiele, wo wir das entsprechend tatsächlich aufführen können. So, und damit wären wir, Moment, jetzt darf ich nicht den Überblick verlieren, schon bei der nächsten Folie. Und wenn Sie jetzt hier sehen, das ist eine Karte aus einem Handbuch zur Stadt in der frühen Neuzeit, dann sehen Sie auch hier, das ist wieder sozusagen das frühneuzeitliche Deutschland. Und das ist wieder ein Blick auf die Reichsstädte. Das ist stark ausgedünnt, aber Sie haben immer noch diesen ehemals, also um diese Zeit schon Jahrhunderte her, diesen staufischen Südwesten der Zeit um 1200. Und Sie sehen, diese Bilder konservieren sich quasi bis in die Neuzeit hinein. So, und jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter, und zwar ein letzter Punkt unserer Ausführung, der mobile Herrscher und die Städte. Abschließend, und zwar hier ganz konkret um die Reichsstädte geht es hier, denn auf andere Städte außerhalb seines Hausbesitzes hatte er ohnehin keinen Zugriff. Also, der mobile Herrscher und die Reichsstädte. Abschließend noch ein Blick auf die Orte, an denen sich der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches aufgehalten hat. Wir werden auf dieser Tagung davon noch einiges hören. Betrachtet man die sogenannten Itinerare, also die Reisewege, bis in die Zeit des frühen 14. Jahrhunderts, dann bildeten die Reichsstädte auch hier das Fundament, wie die folgenden Karten gleich zeigen werden. Aber da bitte ich Sie jetzt noch eine halbe Minute zu warten. Wieder ist es der südwestdeutsche Raum, der in der Zeit der Staufer mit Städten gefüllt wurde, die sich nach dem Interregnum zu Reichsstädten entwickelten und über das ganze Spätmittelalter als Ressourcen der Herrschaft dient. Und jetzt sehen Sie diese Karte. Also, und da oben drüber steht, auch die Herrscher, die den Staufern folgten, stützten sich auf diese Städte. Und das sind jetzt die unmittelbaren Herrscher, Ende 13. und frühes 14. Jahrhundert. Und ich habe Ihnen die Herrschaftszeiten nachgewiesen. Es ist König Rudolf, der erste nach dem Interregnum. Dann kommt König Adolf direkt rechts von ihm. Darunter links König Albrecht der Erste und dann König Heinrich der Siebte, und zwar in seiner Zeit, wo er in Deutschland ist. Er geht danach nach Italien für die Kaiserkrönung und stirbt in Italien. Ich habe Ihnen hier auch mal anhand einer modernen Karte gezeigt, wo dieser Raum überhaupt liegt in Deutschland, damit Sie sich da auch etwas orientieren können. Und Sie sehen, bei den drei ersten Karten ist es evident, es ist immer Südwestdeutschland. Es ist immer das ehemalige Herzogtum Schwaben und angrenzende Gebiete. Also das ist ein sehr, meines Erachtens, sehr interessanter Befund. Und jetzt gehen wir aber die nächste Folie, und das ist auch schon die vorletzte. Erst danach verändert sich das Bild, und zwar quasi schon mit, ja, man kann schon fast mit Ludwig dem Bayern anfangen, dann aber mit Karl dem Vierten ganz, ganz deutlich. Also das Bild verändert sich, und zu dieser Region des deutschen Südwestens mit seinen Reichsstädten treten andere Räume.
Bei Ihnen handelt es sich übrigens keineswegs zufällig, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, um die Hausmachtsgebiete der drei spätmittelalterlichen Königsgeschlechter. Dort entstehen Residenzstädte wie Wien bei den Habsburgern als Herzöge von Österreich, der sie ja dann relativ schnell noch im 13. Jahrhundert wurden, wie sie das wurden, Prag bei den Luxemburgern als Könige von Böhmen und München bzw. Heidelberg bei den Wittelsbachern als Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein. Sie sehen oben links Prag, Sie sehen oben rechts München, Sie sehen unten links Heidelberg und unten rechts Wien. Und was sehr interessant ist, die meisten dieser großen Residenzstädte oder Hauptresidenzstädte entwickelten sich in der Neuzeit zu Hauptstädten. Und damit die letzte Folge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.